Willkommen zu den News der Woche. Seit längerem ist ja schon bekannt, dass die Manga-Serie von Tsurashi Hideaki, Gintama, nun fortgeführt wird. Nun ist offiziell bekannt gegeben worden, dass die Manga-Serie an den 13. Mai 2019 in der Gintama-App fortgesetzt wird. Und das direkt mit Kapitel 702. Seit Ende April 2019 ist ja schon bekannt, dass die Manga-Serie Omoi Omoware Furi Furare eine Anime-Adaption sowie auch einen Live-Action-Film bekommen soll. Der Live-Action-Film soll nämlich im Mai 2020 in den japanischen Kinos gezeigt werden und der Film, der von A1 Pictures produziert wird, soll im August 2020 in den Kinos auch gezeigt werden. Die Manga-Serie wird nämlich gezeichnet und geschrieben von Io Sakisaka, die ja bekannt unter die Anime-Serie oder auch die Manga-Serie Aoraide ist. Die Manga-Serie Omoi Omoware Furi Furare erscheint hierzulande bei Tokyopop. Letzte Woche berichtete ich darüber, dass weitere Anime-Serien auf Netflix nun hinzugefügt worden sind. Zudem war es aber so, dass noch weitere dazu kamen und zum einen hätten wir hier noch die Anime-Serie bzw. die erste Staffel der Anime-Serie von Blue Exorcist sowie die zwei Staffeln der Anime-Serie Magi. Hinzu war es auch nicht alles, denn die erste komplette Staffel der Anime-Serie My Hero Academia ist ebenfalls auf Netflix erhältlich. In der aktuellen Ausgabe der Young Jam wurde bekannt gegeben, dass die Manga-Serie von Takehiko Inoue, Wheel, in der 25. Ausgabe nun fortgesetzt wird. Takehiko Inoue begann die Manga-Serie im Jahr 1999. Die Manga-Serie beinhaltet aktuell 14 Bände. Die Anime-Serie Ahiro no Sora soll nun im Oktober 2019 im japanischen TV ausgestrahlt werden. Die Manga-Serie läuft schon seit dem Jahr 2003 in der Shonen-Magazine Weekly, hingegen die Serie aktuell in seinem letzten Arc ist. Produziert wird der Anime von Dio Media. Ebenfalls wurde auch bekannt gegeben, dass die Anime-Serie Pet nun im Oktober 2019 im japanischen TV ausgestrahlt werden soll. Laut dem Producer Twine & Giant soll die Serie weltweit auf Amazon im Simulcast gezeigt werden. Produziert wird der Anime von Geno Studio und ein neues Promo-Video wurde ebenfalls veröffentlicht, was in der Videobeschreibung verlinkt ist. Auf einem Special Event zu der Anime-Serie Gotobo no Hanayome wurde bekannt gegeben, dass die Anime-Serie nun eine zweite Staffel bekommen soll. Im Januar 2019 lief die erste Staffel im japanischen TV und wurde produziert von Tetsuka Production. Hierzulande lief die Anime-Serie im Simulcast bei Crunchyroll. Wann die zweite Staffel an den Start gehen soll, ist zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht bekannt, aber da halte ich euch auf den Laufenden. Der Publisher Universum Anime gab zudem nun bekannt, dass sie den Anime-Film Listen the Blue Bird lizenziert haben, der nämlich im vierten Quartal 2019 dann erhältlich sein soll, sprich Ende 2019. Zudem ist auf jeden Fall schon mal bekannt, dass Tina Laus Nozomi Kazaki vertont wird und Katharina Stark vertont Misore Yore Isuka. Listen the Blue Bird ist letztendlich nur ein Spin-off von der richtigen Anime-Serie Hibiki Euphonium. Der Anime-Film wurde produziert von Kyoto Animation. Zum kommenden Anime-Film Tenki no Ko, auch genannt Revering with You, von Makoto Shinkai, soll bekannt gegeben sein, dass der Anime-Film, der ja im 19. Juli 2019 in den japanischen Kinos zu sehen sein soll, auch weltweit in den Kinos ausgestrahlt werden soll. Weitere Informationen soll es dazu auf jeden Fall bald geben und da halte ich euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Das war aber letztendlich noch nicht alles, denn zum Anime-Film wurde auch bekannt gegeben, dass der nämlich auch noch einen Roman bekommen wird, sprich in der gleichen Art und Weise, wie er Your Name 1 bekommen hat. Revering with You soll auf jeden Fall auch in den deutschen Kinos gezeigt werden, also laut dem Plan heißt es so, Europa, klar, warum nicht Deutschland auch? Ich meine, Kimi no Na wa war auf alle Fälle ein super Hit in Deutschland, warum dann auch nicht dieser Film, also mal ganz ehrlich, das kann ja bestimmt was werden, also ich bin der Meinung auf jeden Fall, wenn man schon sagt eigentlich weltweit, dann heißt es auch am 19. Juli wahrscheinlich auch bei uns, aber ich gehe auch stark davon aus, dass es nicht so sein wird, dass es halt in jedem Kino zu sehen sein wird, als mit großer Wahrscheinlichkeit vielleicht nur Cinedome in Köln oder auch nur Berlin, was auch immer da für ein Kino ist, keine Ahnung, aber mal abwarten auf die weitere Informationen und zu Gotobo no Hanayome kommt auf alle Fälle natürlich eine zweite Staffel. Da kann man sich sicher sein, dass die wahrscheinlich noch, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass die Serie, also die zweite Staffel im Winter 2020 vielleicht ausgestrahlt wird, passt meiner Meinung nach viel, viel besser, geht für mich auch auf jeden Fall klar und man kann auch sicher sein, dass die Anime-Serie wahrscheinlich mehrere Folgen bekommen wird, beziehungsweise den Manga letztendlich ganz auch zum Ende adaptieren wird, weil laut dem Mangaka soll die Manga-Serie in zwei Bänden beendet sein, also sprich im 10. Band. Mit großer Wahrscheinlichkeit gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass er das mit 100 Kapiteln abschließen will, wäre auf jeden Fall passend für so eine Serie. Da kann man auf jeden Fall sagen, eine zweite Staffel mit 20 Folgen ist gut möglich. Das ist halt so meine Meinung. Mal gucken, ob das stimmt, mal gucken, ob es überhaupt geschieht und mal gucken, ob der Manga irgendwann mal bei uns erscheint. Ich für meinen Teil kann auf jeden Fall noch sagen, ich hoffe doch, euch hat diese News gefallen und es würde mich sehr freuen, wenn du dies dann auch mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Zudem kann ich halt noch sagen, habt einen schönen Tag, mach's gut, bis bald und ciao.